Wissenswertes über die Magnetschienenbremse. Ich habe mich die letzte Zeit sehr intensiv mit der Magnetschienenbremse beschäftigt, weil da noch einige Fragen offen waren. Und deswegen habe ich mich viel in meiner Bereitschaft in der Werkstatt rumgetrieben und habe dabei Erstaunliches erfahren. Und das möchte ich euch heute alles erzählen. Und wenn du auch der Meinung warst, dass die MG-Bremse mit Druckluft bis auf die Schiene runtergedrückt wird, dann bleib unbedingt dran, denn das kann ich heute widerlegen. In einigen Artikeln zur Magnetschienenbremse finden sich kleine Widersprüche. Vielleicht hat man da nicht richtig recherchiert oder geht davon aus, dass das zu vernachlässigen ist. Es sorgt aber nachher dafür, dass man die falschen Schlüsse zieht. So zum Beispiel dieser Satz hier, den ich gefunden habe auf Wikipedia. Und die schreiben, die Polschuhe werden auf die Schiene gepresst. Und das stimmt nur teilweise. Man muss dazu wissen, dass Magnetschienenbremsen unterschiedlich aufgehängt werden. Es gibt Hochaufhängung, es gibt Tiefaufhängung und fangen wir mal mit der Hochaufhängung an. Nehmen wir mal uns einen ganz normalen Reisezugwagen wie dieser hier von unserem Uvex, ihr E200. Die haben eine hochaufgehängte Magnetschienenbremse, die ist also mehrere Zentimeter weit über der Schienenoberkante und die werden mit einer Feder oben gehalten. Wenn ich die jetzt aktiviere, die MG-Bremse, dann wird sie mit Druckluft gegen die Federkraft nach unten gepresst, Richtung Schiene gepresst. Daher wahrscheinlich auch die Formulierung, dass die Druckluft die MG-Bremse auf die Schiene presst. Macht sie aber nicht, sie presst sie bloß Richtung Schiene und hört ungefähr so viel davor auf zu drücken. Den Rest dieser Lücke, den übernimmt jetzt die magnetische Anziehungskraft. Das ist ein Elektromagnet, der wird bestromt, wenn sie aktiviert wird. Somit wird er magnetisch und zieht sich dann auf die Schiene, weil die Schiene ist aus Stahl und deswegen magnetisch. Also der Rest der Lücke wird durch magnetische Anziehungskraft gewährleistet. Warum ist das eigentlich so? Warum kann man nicht einfach so raufpressen? Also erstens würde wahrscheinlich dieser Pressdruck nicht wirklich ausreichen. Vielleicht. Aber ein viel wichtiger Grund ist, dass wenn ich den raufpresse, und ich mache das jetzt mal, und ihr seht, ich hebe mich dabei an. Jetzt wird natürlich nicht der Wagen dadurch angehoben werden können, nicht so wirklich. Aber ich verringere dadurch tatsächlich die Radsatzlast. Und das wäre ja kontraproduktiv, wenn ich bremsen möchte, dass ich dann die Reibung zwischen Rad und Schiene hier ein bisschen verringere. Und das kann man nicht gebrauchen und deswegen ist es auch nicht so. Deswegen wird die bloß so weit runtergepresst und danach wird sie angezogen durch die magnetische Energie. Und das Funktionsprinzip der MG-Bremse ist euch auch bewusst, oder? Dadurch, dass die jetzt da drauf klebt, reibt die natürlich und somit wird der Zug gebremst. So, dann gibt es die ganze Geschichte auch umgedreht. Da ist der Magnet, wenn das Fahrzeug nicht in Betrieb ist und luftlos ist, hängt der unten. Die Federkraft zieht ihn also grundsätzlich nach unten. Der wird dann hier mit Druckluft oben gehalten. Oben in Ruhestellung. Das ist zum Beispiel bei der Baureihe 628 so. Wenn ihr den mal irgendwo rumstehen seht und der ist luftlos, dann hängen die Magneten so viel über der Schienenoberkante. Ganz weit unten. Dann nehme ich den in Betrieb, fülle Luft auf und dann presst er erstmal mit der Luft die MGs nach oben in die Ruhestellung. Wenn ich jetzt bremsen will, dann entlüften die. Die Feder holt den Magnet runter und die magnetische Kraft zieht ihn nachher dann richtig ans Gleis ran. So, und dann haben wir noch eine dritte Variante, die ich kenne. Und zwar die tief aufgehängten Magneten, wie zum Beispiel bei Baureihe 650. Ganz klassisch. Und die hängen schon bereits sehr tief. Da gibt es also keine Pneumatik, die die Magneten hoch und runter schieben, sondern die sind einfach tief aufgehängt. Und wenn ich die jetzt bestrome, weil ich sie aktiviere, dann zieht es die einfach nur die paar Millimeter dann noch ans Gleis ran und somit wirken sie. Da haben wir also diese drei Möglichkeiten. Hoch aufgehängt mit Druckluft nach unten drückend, hoch aufgehängt mit Federkraft nach unten drückend und tief aufgehängt, wo bloß noch die Magnetisierung ausreicht.
die dann ans Gleis zu ziehen. So. Wichtig zu wissen ist, dass die Magnetschienenbremse bei uns bei der Eisenbahn nur als Notfallbremse benutzt wird. Was bedeutet denn das? Das heißt, dass die Magnetschienenbremse nur bei einer Zwangsbremsung, bei einer Schnellbremsung oder bei einer Notbremsung wirkt. Also immer dann, wenn ein bestimmter Wert in der Hauptduftleitung unterschritten wird. Und das ist bei diesen drei Bremsarten gegeben, weil da wird die Leitung komplett entlüftet. 0 bar. Und da sprechen die auf jeden Fall an. Ich glaube, der Wert ist auch ein bisschen höher als 0 bar. Spielt aber keine Rolle, weil den kann ich nicht einstellen. Ich kann entweder eine Vollbremsung machen. Da senke ich auf 3,5 bar ab. Und danach kann ich bloß noch eine Schnellbremsung einleiten bei den meisten Fahrzeugen. Und dann wird dieser Wert auf jeden Fall unterschritten und die Magneten aktivieren sich, wenn ich bremsen möchte. Hier ist aber noch zu wissen, dass Reisezugwagen in der Regel das nur im hohen Geschwindigkeitsbereich machen. Also, wenn ich sehr schnell fahre, dann aktivieren sie die sich bei so einer Bremsung, hören aber wieder auf, sobald ich 50 km/h unterschritten habe. Dann kommen die wieder hoch und deaktivieren sich. Ne? Im Gegensatz zu Triebwagen oder Triebzügen, da gibt es sehr viele, da wirken die fast bis zum Stillstand, manche auch bis zum Stillstand, wenn ich mich recht erinnere. Beim 612 zum Beispiel ist so, der bremst dann bis 2 km/h tatsächlich mit der MG-Bremse und dann werden die erst deaktiviert. Ich kann im Gegensatz zum Reisezugwagen bei Triebzügen oder Triebwagen, die auch tatsächlich noch manuell bedienen. Na, da gibt es so einen Kippschalter, den kann ich einlegen und dann kommen die Magneten auch runter. Das macht man zum Beispiel bei der Baureihe 628, um hier eine Bremsprobe durchzuführen. Ja? Da lege ich den Kippschalter Magnetschienenbremse ein, dann kommen die runter und halten das Fahrzeug fest. Und jetzt kann ich meine Bremsen lösen, ohne dass ich Angst haben muss, dass der wegrollt, und kann hier anlegen und lösen, bei der Bremsprobe kontrollieren und kann es mir auch anzeigen lassen. Andere Fahrzeuge machen das mit der Federspeicherbremse. Das geht beim 628 aber nicht, weil in der Überwachung die nicht rausgerechnet wird. Das sage ich jetzt mal so. Das heißt also, ich kann zwar sehen, dass irgendwas anlegt, aber ich kann nicht mehr sehen, ob irgendwas löst, ob alles gelöst ist, weil er diese angelegte Federspeicherbremse mit als angelegte Bremse zählt. Ja, es erscheint also niemals der Leuchtmelder Bremse gelöst und den muss ich aber sehen, damit ich weiß, ob alles gelöst hat. Deswegen nimmt man hier die MG-Bremse, Federspeicherbremse bleibt offen und deswegen kann ich das sehen. Andere Fahrzeuge haben ein Display, da kann ich genau sehen, welche Bremszylinder jetzt wie viel Luft haben oder ob sie Luft haben oder ob sie nicht Luft haben. Und da reicht es, das mit der Federspeicherbremse festzuhalten, das Fahrzeug. Ja, warum ist es eigentlich nur eine Notfallbremse? Das hat was damit zu tun, dass die verschleißen. Die reiben ja auf der Schiene und da kommt es zu Verschleißerscheinungen. Und so eine Magnetschienenbremse ist ein komplexes Bauteil, das lässt sich nicht so schnell austauschen, wie zum Beispiel ein Bremselement der Scheibenbremse. Das habe ich mir zeigen lassen, da wird bloß irgendwie eine Sicherung rausgenommen. Und dann fallen die schon raus. Der Austausch ist also sehr einfach, das ist ja auch dafür gedacht, ist ein Verschleißteil, die schnell auszutauschen. Bei der Magnetschienenbremse ist das nicht so einfach. Und deswegen soll man die Magnetschienenbremse auch wirklich nur im Notfall benutzen, um den Verschleiß an dieser Bremse so gering wie möglich zu halten, damit man die nicht ständig austauschen muss. So, dann habe ich mir noch sagen lassen, dass der Verschleiß bei der Magnetschienenbremse sich nicht etwa darauf bezieht, dass sie abgefahren wird. Ja, der Stahl ist wohl so hart, dass er sich nicht wirklich abfährt, also nur sehr, sehr, sehr gering. Das größere Problem sind diese Aufschweißungen und Auftragungen auf die Bremse. Das heißt, wenn er da so rüberschiebt, dann schweißen sich so Material auf, ja? Und dann wird die uneben unten. Und wenn die oben uneben ist, dann liegt die nicht mehr überall plan auf. Und das hat zur Folge, dass die Wirkung der MG-Bremse nicht mehr so stark ist, wie sie eigentlich sein soll. Diese Aufschweißungen, die werden dann in der Werkstatt abgeklopft. Händisch. Da kommt einer an mit einem Spachtel und einem Hammer und einem Schraubenzieher und popelt die Dinger da ab und haut darauf. Und dann werden diese Aufschweißungen und Auftragungen werden dann abgehämmert. Dann habe ich noch was gesehen, das hat mich auch sehr verwundert. Selbst den Werkstattmitarbeiter hat er vorher noch nie gesehen. Zum Beispiel bei der Baureihe 440 gibt es eine Besonderheit. Die haben Magnetschienenbremsen aus einem weicheren Material. Das ist ein anderes Material als Stahl. Zumindest die Auflagefläche. Und die schleift sich tatsächlich ab und ein. Also wenn die da rüber rutschen,
dann wird Material tatsächlich abgetragen. Und dann sieht man in der Magnetschienenbremse so ein Negativprofil von der Schienenoberkante. Die haben dann also wirklich so ein umgedrehtes U reingeschliffen. Und hier muss die Bremse tatsächlich dann ausgetauscht werden. Also man baut nicht alles ab, sondern man tauscht bloß die einzelnen Glieder aus. Aber selbst das ist ja unfassbar aufwendig. Aber interessant, das habe ich vorher noch nicht gesehen. Das soll die Bremskraft noch ein bisschen erhöhen, weil die sich dann wirklich so ranschmiegt, diese Bremse. Also hochinteressant. Es gibt aber auch noch positive Effekte, die beim Schleifen über die Schiene zutage treten. Und zwar die Säuberungsfähigkeit der MG-Bremse. Wenn ich mal mit einem Zug so ins Schlittern komme und ich dann vor Angst eine Schnellbremsung einleite, dass auch die Magneten wirken, dann klatscht der Magnet runter und reibt so über das Gleis und säubert es. Ein wenig, ne? Durch die Reibung, ist ja klar. Es ist ja wie, als wenn ich mit einem Besen rübergehe. Einen sehr, sehr starken Besen. Und die hinteren Räder und Radsätze, die haben dadurch wieder ein bisschen mehr Grip. Ja, weil die Magnetschienenbremse ja den Schmierfilm ein bisschen runterschiebt. So, und je mehr Magnetschienenbremsen darüber rutschen, umso besser bremsen dann die hinteren Räder wieder. Ist auch sehr interessant. Verschleißt natürlich alles wieder, aber in dem Augenblick ist es tatsächlich eine zusätzliche Wirkung auf die hinteren Radsätze, die nach der Schienenbremse dann über die Stelle fahren. Interessant, oder? Okay, soll ich noch irgendwas zusammenfassen? Also, es gibt verschieden hoch aufgehängte Magnetschienenbremsen. Die hohen werden mit Pressluft Richtung Schiene gedrückt oder mit Federkraft Richtung Schiene gedrückt, aber immer nur so viel. Der Rest wird immer über die Magnetisierung gewährleistet. Es gibt aber auch tief hängende Magnetschienenbremsen, die werden ausschließlich durch die Magnetisierung angezogen. Magnetschienenbremsen unterliegen einem Verschleiß, wenn sie benutzt werden, weil sie ja tatsächlich auf der Schiene reiben. Deswegen soll man die auch nach Möglichkeit nur im Notfall benutzen. Die Aufschweißungen und Auftragungen, die kann man in der Werkstatt aber wieder abklopfen. Und bei einigen Fahrzeugen gibt es aber tatsächlich richtige Verschleißerscheinungen. Da wird sogar das Schienenprofil mit reingeschliffen, weil das Material ein wenig, was ist das Gegenteil von hart? Weich. Weicher ist. Ja. Nichtsdestotrotz ist eine Magnetschienenbremse eine gut wirkende Bremse, weil sie unabhängig davon wirkt, wie rutschig die Schiene ist und weil wir beim Stichwort rutschig sind. Sie kann beim Einsatz auch die Schiene so weit sauber machen, dass die hinteren Radsätze tatsächlich wieder mehr Grip haben als die vorderen, weil die MGs die Gleise putzen. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Like da und teilt und ach, was ich, ja. Also, wenn ihr noch Fragen habt, dann natürlich gerne in die Kommentare. Okay, tschüss.